Es ist ein Mehrteiler. Teil 1 und Teil 2 verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Willkommen bei TWISMA, dem Kanal, wenn es um den Twizy geht und Elektromobilität. Ja, heute ist der dritte Teil, Theorieteil. Teil 1 und Teil 2 haben wir ja schon bei der Beleuchtung geguckt, wie wir die wechseln. Und jetzt heute im Teil 3, da schauen wir einfach mal, was für Glühlampen verbaut sind in dem Wagen, wie die Fassungen heißen, was das für ein Typ ist, wie viel Watt die haben und rechnen einfach mal so ein bisschen. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Tja, als erstes suchen wir uns einfach mal hier in der Werkstatt die Ersatzlampen zusammen, weil die anderen sind ja eingebaut, ich baue die ja jetzt nicht nochmal aus. Kommt einfach mal mit. Als erstes suchen wir uns jetzt mal die Lampen zusammen. Wir haben hier im ganzen Chaos irgendwie jede Menge Glühbirnen. Schauen wir mal, was wir so haben. Dieses nicht. Bilux. 24 Volt. Ich weiß nicht, die wird wahrscheinlich schon 30, 40 Jahre alt sein. Hier, fürs Abblendlicht. Die H4-Lampe. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe mir aufgeschrieben, wie die Fassung heißt. Ich kann mir das nicht merken. P43T ist das. Die hat 50 Watt, nee, 55 Watt sogar und wenn man aufblendet, 60 Watt. Was haben wir jetzt noch für Lampen? Standlicht vorne und Kennzeichenbeleuchtung. Die heißt W5W, die Fassung. Und der Typ W5W, so rum. Und die Fassung, muss ich ablesen, ist W2,1 mal 9,5D. Wartet mal. hier, ich glaube. Ja. Das sind hier diese kleinen mit der Stecksockelfassung. Und Einfadenglühlampe natürlich, 5 Watt. So. Ja, roll du weg. So, was haben wir noch? Bremslicht und Rücklicht ist ja in der gleichen Glühlampe drin. Das ist ja eine Doppelfadenglühlampe mit 21 Watt fürs Bremslicht und 5 Watt fürs Rücklicht. Das ist diese hier. Ja, so eine dickere. Die hat unten zwei Anschlüsse. Boah, die ist auch schon wahrscheinlich 20 Jahre alt. Und das ist diese. Dann haben wir noch für den Blinker. Das war ja eine Einfadenglühlampe mit 21 Watt. Das ist einfach. Die liegen hier vorne. Das weiß ich. Die haben halt nur den einen Anschluss hier hinten und haben 21 Watt. Die Lampe heißt, jetzt müssen wir mal gucken, kann ich mir nicht merken, Typ PY21W und die Fassung heißt BA15S. Ich frage mich, warum man da so komplizierte Namen macht. Also ich habe auch noch nicht nachgeguckt, nach welchem Schlüssel die sind. So, ich würde sagen, jetzt haben wir sie alle. Kommt mal her, ich zeige euch das mal ein bisschen näher nochmal. So, da haben wir, tun wir hier weg. Da haben wir hier unsere H4-Lampe, ne, mit den drei Anschlüssen. Dann haben wir hier Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung. Dann haben wir hier die mit dem einzelnen Glühfaden fürs Blinken und für den Rückfahrscheinwerfer und für das Rücklicht und für das Bremslicht ist ja diese Doppelfadenglühlampe hier mit den zwei Anschlüssen. Das sind eigentlich die ganzen Glühlampen. So kompliziert ist es im Grunde gar nicht. Das ist absoluter Standard. 12 Volt, klar. Und wenn ihr an eine Tankstelle geht, sind das im Prinzip die Glühlampen, die ihr findet. Es gibt, da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, auch noch andere Halogenlampen, H7 und ich weiß nicht was alles. Die sehen aber vollkommen anders aus. Also das sind hier diese klassischen H4-Lampen. Das sind auch meistens die billigsten, die da liegen. Also wenn ich so sehe, was so im Laufe der Jahre an Glühlampen zusammenkommen, das ist der Hammer hier. Guckt mal. Alles nur diese 21 Watt Blinkleuchten in allen Stadien der Verwesung. Ich
weiß nicht, warum man die alle verwahrt hat. Naja, auf jeden Fall, ich habe noch welche. Falls einem mal eine Glühlampe fehlt, kann er gerne so eine alte verrostete von mir haben. So, sind wir wieder beim Twizy. Meine schlaue Liste. Ich habe euch ja mal so ein paar Berechnungsbeispiele versprochen. Und zwar habe ich einfach mal ausgerechnet, was die Lampen so insgesamt an Wattzahlen haben. Und gesamt komme ich da auf 287 Watt. So, jetzt ist es aber so, bei diesen Lampen, die sind ja nicht alle gleichzeitig an. Also man fährt in der Regel nicht rückwärts, tritt gleichzeitig auf die Bremse und blinkt mit allen vier Lampen. Und deshalb habe ich einfach mal so das ein bisschen anders gerechnet. Ich habe einfach gesagt, man fährt geradeaus und macht jetzt keine großen Speränzchen. Dann haben wir hier fürs Abblendlicht, das Aufblenden habe ich mal nicht berücksichtigt, das macht man ja mal eben kurz oder so, also das ist nicht so dramatisch, haben wir ja 2x55 Watt, sind 110 Watt. Dann vorne das Standlicht ist ja immer an, 2x5 Watt, hätten wir 10 Watt. Dann, wenn wir vorne blinken, ne, das sind ja 2x21 Watt, wären 42 Watt, nur die blinken ja, die sind nicht immer an und ich meine, man blinkt ja auch nicht ständig, meistens blinkt man ja nicht und viele sind, gibt es ja Leute, habe ich gesehen, die blinken überhaupt nicht, die können das dann ganz abziehen. Ich habe jetzt einfach mal mit 2 Watt insgesamt für vorne fürs Blinken gerechnet und 2 Watt fürs Hinten, für hinten fürs Blinken. Dann haben wir das Rücklicht, 2x5 Watt ist dann dauerhaft an, sind 10 Watt. Bremsen, Leute, wir rekuperieren, also da würde ich mal sagen, höchstens 1 Watt rechne ich da mal. Dann haben wir noch die Kennzeichenbeleuchtung, die ist auch immer an, 2x5 Watt sind 10 Watt und die Rückfahrleuchte, die berücksichtige ich überhaupt nicht. So, und wenn wir da mal einen Strich drunter machen, sind das 145 Watt, die, wenn wir jetzt alles so anhaben, verpulvern, wenn wir eben nachts oder bei Dämmerung fahren. So, und jetzt rechnen wir einfach mal. Ich habe mir das mal hier aufgeschrieben. Im Spritmonitor habe ich nachgesehen. Ich weiß nicht, warum dieses Ding immer noch Spritmonitor heißt, weil da sind ja auch jede Menge Elektroautos inzwischen. Aber egal, da haben wir im Schnitt 9,13 Kilowattstunden auf 100 Kilometer braucht so ein Twizy. So, und wenn ich jetzt mal rechne, dass diese 145 Watt, die wir da haben, wenn wir die durch 12 Volt teilen, kriegen wir so circa 12 Ampere. Und unsere 12 Volt Batterie wird ja gespeist. Nein, andersrum. Unsere 12 Volt Batterie hat ja 14 Ampere oder 15 Ampere. Das heißt also, rein theoretisch könnte ich, wenn ich überhaupt keinen anderen Verbrauch anhätte, könnte ich ja locker eine Stunde lang die ganze Beleuchtung anhaben, ohne dass das irgendwie auf den Fahrakku gehen würde. Aber ich versorge ja mit der 12-Volt-Batterie noch hier Steuergerät und ich weiß nicht was. Und außerdem fahren wir ja nicht eine Stunde am Stück unbedingt. Also wenn wir jetzt mal diese 9,13 Kilowattstunden auf 100 Kilometern sehen würden, müssten wir halt zwischendurch mal laden. Also ich glaube, die wenigsten kommen mit ihrem Twizy 100 Kilometer weit. Vielleicht hier der Holger Laudelei wahrscheinlich mit seiner Ökologie, wie nennt er das immer, ökologisieren oder so ähnlich. Der schafft das locker. Der schafft ja auch mit dem Model 3 irgendwie mit, glaube ich, 12 kW oder sowas zu fahren. Das ist schon nicht schlecht. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt, ist es ja jetzt so, dass das insgesamt, wenn wir überlegen, dass unser Fahrakku ja 6 Kilowattstunden hat, dann spielt das überhaupt nicht eine Rolle, ob man jetzt die Lampen anhat oder nicht. Also es sind ja viele, die sagen, komm, ich mache LED-Lampen rein, sind übrigens überhaupt gar nicht erlaubt. Und was noch zusätzlich ist, das Steuergerät hier von dem Twizy erkennt sowas. Das heißt also, da müsste man dann irgendwelche Widerstände oder irgendwie was reinmachen, irgendeine Elektronik, damit nicht gleich eine Fehlermeldung kommt, was wiederum Quatsch wäre, weil das braucht ja auch wieder Strom. Da haben wir also im Grunde überhaupt gar nicht so viel gewonnen. Und wenn wir das Ganze jetzt mal umrechnen mit diesen 145 Watt und wir würden nicht unsere 12-Volt-Batterie haben, die ja auch noch puffert, dann hätten wir irgendwie 1,5 Kilometer Reichweite weniger. So, wir haben aber die 12-Volt-Batterie. Das heißt, das ziehen wir dann auch ab. Mal ganz ehrlich, Leute, wahrscheinlich sind das 200 Meter, die ihr weiterfahren könnt, oder 300 Meter. Das macht den Braten überhaupt nicht fett, wenn wir das Licht anmachen. Also da finde ich,
ist es besser, wenn man permanent mit Licht fährt, damit man besser gesehen wird. Mit dem kleinen Ding kriegt man sowieso alle naslang die Vorfahrt genommen, weil ja alle meinen, das ist irgendwie ein 45 km/h-Auto. Und da sehen wir einfach mal, dass das Licht bei einem Elektroauto unser kleinstes Problem ist. Das ist einmal nicht so feste beschleunigt und schon haben wir dann halt schon für eine halbe Stunde Licht gespart. Ja, was will ich euch eigentlich mit den Videos sagen? Im Grunde ist das kein Problem, dass ihr mit Licht fahrt. Ihr braucht dafür 145 Watt im Schnitt. Das ist nicht viel. Ihr könnt deshalb das Licht ruhig anlassen. Ihr werdet besser gesehen. Vielleicht verbaut einer ein Tagfahrlicht. Die sind ja auf LED-Basis. Und ansonsten, ich werde demnächst noch ein Video machen über jemanden, der hat LED-Scheinwerfer nachgerüstet. Und da frage ich den mal nach seinen Erfahrungen, ob das heller ist oder was er da so mit erlebt hat. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Wie gesagt, ich habe diese Tabelle, da könnt ihr nochmal die ganzen Fassungen, könnt ihr da nochmal nachschauen. Und dann würde ich sagen, bis demnächst. Tschüss.